1617, als es Sommer war, wir lagen in flüsterndem Gras, ihre Hand auf meiner Haut war zärtlich und warm. Sie ahnte nicht, dass ich verloren bin, ich glaubte ja noch selbst daran, dass ich gewinn. Doch an diesem Tag geschah's zum ersten Mal, sie starb in meinem Arm. Wie immer, wenn ich nach dem Leben griff, blieb nichts in meiner Hand. Ich möchte Flamme sein und Asche werden und hab noch nie gebrannt. Ich will frei und freier werden und werde meine Ketten nicht los. Ich will ein Heiliger oder ein Verbrecher sein und bin doch nicht einer Kreatur, die will, was sie nicht kriegt und die zerreißen muss, was immer sie liebt. Jeder glaubt, dass alles einmal besser wird, drum nimmt er das Leid in Kauf. Ich will endlich einmal satt sein, doch der Hunger hört nie auf. Glauben an die Menschheit, manche an Geld und Ruhm, manche glauben an Kunst und Wissenschaft, an Liebe und an Heldentum. Viele glauben an Götter verschiedenster Art, an Wunder und Zeichen, an Himmel und Hölle, von Sünde und Tugend und an Himmel und Frevel. Doch die wahre Macht, die uns regiert, ist die schändliche, unendliche, verzierende, zerstörende und ewig unstillbare Gier. Euch Sterblichen von morgen prophezei ich heut und hier, bevor noch das nächste Jahrtausend beginnt, ist der einzige Gott, dem jeder dient, die Unstillbare.